Guten Abend und herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums zu einem ganz besonderen Abend. Mit Eckhard Henscheid, Alfred Edel und der Film ist der heutige Abend überschrieben und er ist Teil der Veranstaltungsreihe Frankfurt liest ein Buch. Das wissen Sie alle, deswegen sind Sie hier. Das Buch, das Frankfurt in diesem Jahr liest, ist Eckhard Henscheids Roman Die Vollidioten, auch das wissen Sie. Ein historischer Roman aus dem Jahr 1972. Und ich freue mich sehr und bin glücklich, wie selten, dass Eckhard Henscheid heute hier ist. Herzlich willkommen, da hinten sitzt er. Vielen Dank, dass Sie da sind. Wir zeigen heute Abend den im Umkreis der Neuen Frankfurter Schule entstandenen Film Das Casanova-Projekt, erst uraufgeführt 1981, geschrieben, gedreht, produziert, mit der Kamera abgefilmt von Arndt Akte, Bernd Eilert, Robert Gernhardt und FK Wächter, also vier Protagonisten der Neuen Frankfurter Schule. Und mit Alfred Edel in der titelgebenden Hauptrolle als Casanova. Ich begrüße deswegen auch ebenso herzlich Dole Missala Edel, da hinten ist sie. Almut Gehebe Gernhardt, ich glaube, da hinten ist sie. Cornelia Vollhardt-Wächter. Und dann noch Lothar Ruske, der Organisator von Frankfurt liest ein Buch, der ist auch da hinten. Und Rudolf Vorschech, der hier sitzt, der im Anschluss das Gespräch moderieren wird. Herzlich willkommen Ihnen allen. Arndt Akte und Bernd Eilert, die beide auch angekündigt waren, die beide auch sehr, sehr gerne kommen wollten, konnten es leider doch nicht tun. Bernd Eilert ist heute auf Tour gegangen mit Otto und Arndt Akte dreht gerade den Film, lassen sich aber beide herzlich entschuldigen. Wie der Titel des Abends schon sagt, gilt es also, einen Bogen zu schlagen zwischen Literatur und Film, zwischen Eckhard Henscheid, Alfred Edel und dem Film Das Casanova-Projekt, den wir heute jetzt zeigen. Und es ist eigentlich gar nicht so schwer, wie es zunächst scheinen mag. Auch wenn Eckhard Henscheid als einer der Mitbegründer und zentralen Protagonisten der lose verbundenen Autoren, Cartoonisten, Bild- und Textsatirikergruppe, die Neue Frankfurter Schule und als einer der bedeutendsten deutschsprachigen Prosaautoren der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zwar ein thematisch wie vielgestaltiges Werk geschaffen hat, das neben Romanen, einer Novelle, Erzählungen, Essays, Glossen, Märchen, Anekdoten, Polemiken, Humoresken, Parodien, Lyrik, Musikfeuilletons. Sie sehen schon, wie groß die Bandbreite ist. Musikfeuilletons speziell zur Oper, seine große Leidenschaft. Und eine Vielzahl weiterer Literaturgattungen, changierenden Arbeiten umfasst hat. Doch zumindest, soweit ich weiß, nichts zum Film geschrieben hat, beziehungsweise kein Drehbuch oder nie für einen Film gearbeitet hat. Was sich vielleicht auch noch ändern kann. Als einziges Indiz für sein Interesse am Film mag vielleicht die 1988 erschienene Erzählung Franz Kafka verfilmt seinen Landarzt gelten, in dem Franz Kafka mit drei Lehrern und Jungfilmern konfrontiert wird, die ihm sein Einverständnis zur Verfilmung eben der Erzählung der Landarzt abnötigen. Und er hat mir vorhin gerade erzählt, dass es tatsächlich auch eine Verfilmung gibt mit Jungfilmern, die das gemacht haben und den Film, den hat er hier im Kino gesehen. Also so schließt sich auch hier schön der Kreis wieder. Eine viel bessere Verbindung zwischen dem literarischen Werk Eckhard Henscheids, dem Film und dem Casanova-Projekt finden sich tatsächlich rund um die Entstehung seines Romans Die Vollidioten und eben auch im Roman selber. Ab Winter 1971 beginnt Eckhard Henscheid die Arbeit am Roman Die Vollidioten, beraten schon jetzt und später durch Freunde und Kollegen wie eben Bernd Eilert, Robert Gernhardt, zwei der Regisseure vom Casanova-Projekt. 1973 schließlich erscheint, ermöglicht durch ein kombiniertes Sponsoren-Subskriptions-Selbstverlagsmodell, ein schwieriges Kombinationswort, eine erste Privatausgabe von Die Vollidioten. Und in der Liste der Finanziers dieser Privatausgabe, abgedruckt im Kommentarband der schönen, total schraddeligen 2001-Ausgabe, sind die Namen abgedruckt derjenigen, die damals unterzeichnet bzw. Geld gegeben haben, damit die Vollidioten erscheinen können. Und unter den Unterzeichnern bzw. den Geldgebern finden sich wieder zwei Protagonisten des heutigen Abends, Arndt Akte und Robert Gernhardt nämlich.
Fehlt nur noch FK Wächter, der vierte im Bunde vom Casanova-Projekt, mit dem Eckart Henscheid ebenfalls beruflich wie privat eng verbunden war. Ab dem 1978 entstandenen, in dem 1978 entstandenen unveröffentlichten Redetyposkript Entstehungsgeschichte einer Trilogie, das Eckart Henscheid anlässlich einer Einladung zur Feier des Abschlusses des dritten Bandes der Trilogie geschrieben hat, ist zu lesen. Ich zitiere: Endlich im Mai erschienen dann die 1000 gelben Bändchen mit schauerlichen Druckfehlern, einer miserablen Buchbindung und immer noch angesichts einer mehr als skeptischen Publikumshaltung. Nachdem aber etliche Frankfurter Feinliteraturkenner und Opinionleader das Werk für passabel erklärten, bequemten sich mählich auch fast alle Argwöhner zu dieser Ansicht. Am lautesten wohl ein Herr Edel, der vorher noch vergeblich darum gebeten hatte, als Herr Adel seine Inkommensurabilitäten von sich zu geben. Edelwörtlich. Und dies zählt zu den erhebendsten Momenten im Leben des Verfassers. Schreiben kann's Bur. Aber du, wie steht's denn mit die Weiber, die Mädeln? Hast immer was zum Fegeln? Ja? Prima. Damit sind wir bei der zweiten, wenn auch leider abwesenden Hauptfigur des heutigen Abends angelangt, Alfred Edel. Alfred Edel war einer der vielseitigsten Schauspieler des neuen deutschen Films. 1965 engagierte ihn Alexander Kluge für seinen Film Abschied von gestern, auch ein wunderbarer Frankfurt-Film. Und von da an wird er in sehr, sehr vielen Filmen des neuen deutschen Films besetzt. Viele Regisseure drehen mit ihm, angefangen von Werner Herzog über Jean-Marie Straub und Daniel Hullier, bis hin zu der neueren Zeit Christoph Schlingensief. Im vermutlich ersten umfänglichen Porträt, das über Alfred Edel geschrieben wurde, in dem 1975 in der Pardon erschienenen Essay Herr Zeitgeist persönlich, Alfred Edel, Leben und Werk, charakterisiert Eckart Henscheid Alfred Edel als Egomaniker in Schmerz und Lust und von atemberaubender Unverfrorenheit, als gewissermaßen prototypisch postmoderne Existenz. Und somit Fleisch und vor allem Schall gewordenen Geist des letzten Jahrhundertdrittels. Ausführlicheres, was Eckart Henscheid über Alfred Edel denkt oder gedacht hat oder auch immer noch denkt und schreibt, hören wir gleich in der Lesung von Eckart Henscheid aus Die Vollidioten. Dort im fünften Kapitel, fünfter Tag überschrieben, findet sich nämlich eine längere Beschreibung oder Episode über Alfred Edel und daraus wird er gleich vorlesen. Bevor er das aber tun kann, möchte ich Sie noch mit einer weiteren filmischen Seite Alfred Edels Schaffen und Regiearbeit des großen, unbekannten Arnold Hau. Also für die, die es noch nicht wissen, Arnold Hau, Arend Akte, Bernd Eilert, Robert Gernhardt und FK Bechter bekannt machen und überraschen. Wir sehen nämlich gleich einen kurzen Ausschnitt aus der Hauschau, eine theatralische Revue, die 1974 zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr im ZDF ausgestrahlt und nie wiederholt, nie fortgesetzt wurde. Und auch dazu gibt es eine schöne Geschichte, eine historische Geschichte. Im Schwille traf Alfred Edel 1970, so sagt es die Legende, zum ersten Mal auf FK Wächter, Robert Gernhardt und Bernd Eilert, die nach der Aufführung einer Bühnenfassung des heutigen Nonsensklassiker Die Wahrheit über Arnold Hau zusammen mit Arndt Akte gerade die Hau-Koop gegründet hatten. Um das Betätigungsfeld des mirakulösen Polyhistorikers, laut Akte, Hau auch noch um das Medium Film zu bereichern. Und was wäre damals naheliegender gewesen, als dass Alfred Edel diesen Arnold Hau darstellt, verkörpert in jederlei Hinsicht? Die Filme, die damals entstanden sind in der Hau-Koop, es sind sehr viele. Sie debütierten im selben Jahr, haben dann mehrere Kurzfilme gedreht und das Casanova-Projekt war eben der einzige Langfilm. Die Filme, so Sie das nachher noch interessieren wird, sind hier auf einer wunderbaren DVD erschienen, die kleine Werbeeinlage, die wir oben an der Kasse verkaufen. Ich glaube, es gibt nicht mehr so viele Exemplare, aber bei 2001 ist es, glaube ich, auch schon vergriffen, aber ich hoffe sehr, dass es vielleicht nochmal eine Neuauflage gibt. Da sind wunderbare Kurzfilme drauf. Wie der Bayerische Wald mit den Augen eines Arschfickers gesehen oder mein Liebling Milchkännchen und Fischstäbchen in der Antarktis. Also es lohnt sich auf jeden Fall. So, jetzt aber haben Sie das Vergnügen, Alfred Edel in der Hauschau zu sehen. Wir zeigen leider, oder wir können aus Zeitgründen leider nur einen kurzen 5-minütigen Ausschnitt sehen. Die ganze Hauschau, wie gesagt, ist auf
auf der DVD-Box drauf. Einen weiteren Ausschnitt werden wir nächsten Donnerstag sehen. Das ist die Überleitung zu unserer zweiten Veranstaltung im Rahmen von Frankfurt liest ein Film. Am Donnerstag zeigen wir nämlich Alexander Kluges, Willi Tobler und der Untergang der 6. Flotte. Und auch da wird Eckart Henscheid einen kurzen Text über Alfred Edel lesen. Jetzt sehen Sie selbst viel Vergnügen mit der Hausschau. Dann wird, wie gesagt, Eckart Henscheid lesen und dann sehen wir das Casanova-Projekt. Und dann gibt es ein Gespräch mit Dorle Missala, Eckart Henscheid und Rudolf Worschech. Und dann dürfen Sie gerne Fragen stellen und sprechen. Jetzt viel Vergnügen. Guten Abend, danke für Ihr Interesse an Alfred Edel und nebenbei auch noch notgedrungen an mir ein bisschen. Sie haben es vorhin schon aus dem Munde der Frau Haas gehört. Ich bin Klassiker und kanonisiert, unweigerlich. Es ist jetzt nichts mehr dagegen zu machen. Der eigentliche Anlass, dass ich hier bin, ist aber diese 14-tägige Feier von Frankfurt, wo es um dieses Buch geht, die Vollidioten, es steht groß genug da. Aber, und hier schließt sich der Kreis, es geht da auch um Alfred Edel, der einen Auftritt im Buch hat, nur einen, aber der ist, glaube ich, sehr eindrucksvoll. Ich kann mich sogar selber ein bisschen loben und das vielleicht später in der Diskussion verdichten. Es war die erste Begegnung, die ich mit Alfred Edel überhaupt hatte und die offenbar so eindrucksvoll war, dass sie zu einer vollkommenen Romanszene reichte. Es gab dann nur noch ein Telefonrückgespräch mit dem mir noch weitgehend unbekannten Alfred Edel, wo ich ihn fragte, ob er mit dem Namen Edel oder mit einem Pseudonym auftreten wolle, und da setzte er sich seltsamerweise für Adel ein. Ich war aber klug und beließ es bei Edel und bereue diesen Entschluss nicht. Das Übrige wurde schon völlig korrekt gesagt. Am fünften Tag, im Zuge zunehmender Verwirrungen, an einem der nicht endenden Menzabende, inzwischen weiß jeder, was die Gaststätte Menz war, sogar die filmisch Interessierten, am fünften Tage tritt zu fortgeschrittener Zeit, ich glaube so vielleicht gegen 21.30 Uhr, ein neuer Mann, die Romanszene. Um das noch zu sagen, die auch schon anzitierten späteren Texte über Alfred Edel, das war ein paar Jahre später, also die mehr sich mit der Person ernsthaft befassten, in Kombination meistens mit Bernd Eilert damals geschrieben. Hier geht es um eine noch relativ frei verfügte Einsicht in die Person Edel, nicht Adel, sondern Edel. Und es hat sich aber nach meiner Erinnerung nicht viel anders abgespielt, als jetzt geschildert wird. Kaum hatten wir unser Kartenspiel wieder aufgenommen, da betrat Fräulein Majewski das Lokal, begleitet von einem kleinen, drahtigen und prallen Mann mit wetterfestem Struppelkopf, den ich überhaupt noch nicht kannte. Fräulein Majewski lächelte ihr Hallo, stellte uns den neuen Herrn als Alfred Edel vor und beide nahmen gleichsam erwartungsvoll Platz. Dabei glaubte ich sofort zu bemerken, der Erzähler bemerkte ja gleich den ganzen Roman hindurch ununterbrochen, dass dieser Herr Edel Fräulein Majewski ununterbrochen mit wieselflinken Augen umspielte, ja sogar aus innerer Nervosität mehrfach und rasch hintereinander, den Mund in Richtung dieser Dame spitzte, und zwischendurch lächelte er uns vier freundlich und möglichst unverdächtig an. Das alles verwirrte mich so sehr, dass mir beim Kartenspiel, das wir noch schnell zu Ende führten, geradezu unverständliche Fehler unterliefen und wir allein durch Herrn Eilerts aufopferungsvollen Kampf zu einem erneuten Sieg und Schnäpschen kamen.
Dieses Spiel, dieses Kartenspiel Watten wird die nächsten Tage auch noch Thema dieser Frankfurt-Wochen werden. Da wird alles durchgehäkelt. Was hatte nun das wieder zu bedeuten, dieser edel schon den dritten Tag hintereinander verlebte jetzt Fräulein Majewski ohne Herrn Johansen, zuerst mit Herrn Hilmar Hoffmann, dann bei den Negern und jetzt brachte sie auch noch diesen neuen Menschen edel mit, der überhaupt nicht edel, sondern besitzergreiferisch, ja, unzüchtig lächelte. Das ist natürlich erfunden. Davon war bei dem wirklichen Alfred Edel nicht die Rede, soweit ich mich erinnern kann. Und offenbar trotz seiner Struppelkopfs als Sieger aus dem ganzen Rennen hervorgehen wollte. Kaum war unser Kartenspiel beendet, teilte Herr Edel mit, dass er unser Spiel aus seiner bayerischen Phase gut kenne. Nämlich, er habe einmal kurz im Büro des damaligen SPD-Landesvorsitzenden Gabert gedient. Er sei Mitglied der Gabert-Gang gewesen. Heute dagegen sei er in der Werbebranche tätig und spiele nur noch zwischendurch ab und zu gewisse Rollen in den Filmen von Alexander Kluge, so etwa kürzlich den Tobler im Weltraum. Das Filmmuseum kommt darauf zurück. Anschließend fragte Herr Edel, ob vielleicht Historiker am Tische säßen und teilte, als wir verneinten, mit, dass er nämlich das 19. Jahrhundert für eine in jeder Hinsicht faszinierende Periode halte, insbesondere die Entwicklung der verschiedenen Nationen und Staatsformen betreffend. Am faszinierendsten allerdings sei für ihn die ethnologische Eigenart des Tessin, in dem nämlich dort zwei völlig unterschiedliche Bevölkerungsgruppen absolut unabhängig nebeneinander herlebten, die einen oben, die anderen unten, buchstäblich wie es beim Brecht steht. Ich machte Herrn Edel hier ohne Furcht darauf aufmerksam, dass die Gliederung bei Brecht eine etwas andere sei, nämlich nach Licht und Dunkel. Exakt, antwortete Herr Edel ernst, in dieser Beziehung ist das Tessin eine einzigartige polithistorische Landschaft, ebenfalls faszinierend, aber sei die noch immer verkannte und von Rudolf Steiner begründete Wissenschaft der Anthroposophie, die gleichsam aus Mystik und aufgeklärtem Christentum erwachsen und deren Idee einer inner- und außerkosmischen Harmonie faszinierenderweise zu solch erhabenen Entdeckungen geführt habe, wie der, dass zum Beispiel den Planeten bestimmte Farben zugeordnet seien. Leider schreite diese Wissenschaft nur sehr mählich voran. Er Edel vermisse seit 3 Jahren nennenswerte Neuveröffentlichung. Nur allzu gern, fuhr Herr Edel gleichmäßig lächelnd fort, würde er sein Geschichtsstudium wieder aufnehmen, aber sein harter Beruf in der Werbung, mein 7. Beruf und den ich bisher am längsten ausübe, lasse das nicht zu. Denn er Edel sei es, der heute das gesamte Denken, Fühlen und Handeln der deutschen Frau entscheidend diktiere, indem er deren faszinierenderweise sogar jahreszeitlich motivierte Wertorientierungen und Leitideen in diesem Jahr, offenbar 1973, auf die zielgruppenspezifisch relevante Formen Klamotten, Kosmetik, Coitus, Kinder gebracht habe. Eine Formel, die sich seither in der gesamten Bundesrepublik als Basisidee für alle Langzeitkampagnen durchgesetzt habe. Anschließend sagte Herr Edel noch etwas, das ich leider nicht verstand, denn an der Theke war schon wieder ein kleines Gewürge im Entstehen, an dessen Ende der Jungwirt Hans Menz wieder einmal einen rausbefördern muss. Ich überspringe einen Absatz und komme wieder auf Edel. Klamotten, Kosmetik, Coitus, Kinder, nahm Herr Edel den Faden erneut auf. Diese Formel habe die alte Frauenformel Kinder, Küche, Kirche heute bereits restlos überholt. Als Herr Edel dies sagte, wusste ich plötzlich nicht mehr, wo eigentlich die kleinen Kinder herkommen. Erst nach einigen Sekunden erstaunten Nachdenkens fiel es mir wieder ein. Ach ja,
Natürlich, ja, was denn sonst? Hier endet zum Teil der Auftritt des Alfred Edel in den Vollidioten. Er bringt das nur zu einem Auftritt. Nachdem ich nur wenig Erfahrung mit dem Herrn Edel hatte, kann ich mich fast selber loben. Er wird da schon ganz gut erkenntlich. Die weiteren Untiefen des Herrn Edel als Werber, als Filmer und in anderen Eigenschaften dann heute noch in der Diskussion oder in ein paar Tagen, wo es um andere Facetten des Herrn Edel geht. Jetzt folgt erstmal der Film. Danke fürs Zuhören. Ja, das war das Casanova-Projekt und jetzt bitte ich nochmal Eckhard Henscher, Dolemissalla Edel und Rudolf Vorschech nach vorne. In die Mitte. Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Mein Name ist Rudolf Vorschech und wahrscheinlich verdanke ich das Vergnügen, hier zu sitzen, aus zwei Gründen. Zum einen habe ich schon 1979 dieses Buch, Die Vollidioten, gelesen, was ich hier ganz stolz mitgeschleppt habe. Also ich gehöre nicht zu den Subskribenten, 1000 waren es, glaube ich, die geholfen haben, das Buch zu finanzieren. Aber ich glaube, es war die zweite Auflage, die dann bei 2001 rauskam. Das war dann meine. Und zum anderen habe ich quasi später geholfen, diesen Film Das Licht der Welt nochmals erblicken zu lassen. Der war nicht verfügbar und wir hatten 1995 hier im Frankfurter, im Deutschen Filmmuseum Frankfurt, eine Retrospektive Frankfurt im Film und da haben wir den restaurieren lassen. Also der Film, der 1981 auf der Berlinale lief, war quasi 15 Jahre nicht sichtbar. Und in dieser Zeit gab es so einen gewissen Mythos, Frau Mesalla Edel. Und zwar, Alfred Edel sagt es ja auch am Ende, dass, also, dass der quasi veräppelt wurde, diesen Film zu machen. Ist da was dran? Also, ich glaube schon, dass er gehofft hatte, dass da doch eine Fortsetzung ist, denn er war ja so begeistert von dieser Rolle und Geschichte, dass da sicherlich genug Stoff gewesen wäre, um noch weiterhin mit diesen wunderbaren Regisseuren und Dichtern zu arbeiten. Oh. Sie, Herr Henscheid, in Ihrem fünften Kapitel kommt ja Alfred Edel vor. Sie haben 1975 quasi ein kleines Porträt, eine Hommage geschrieben. Was war für Sie das Besondere an Alfred Edel? Ja, darauf sollte meines Wissens erst dann in den nächsten Tagen noch genauer Ach so. eingegangen werden. Ich kann es aber auch vorwegnehmen. Also ich war im Unterschied zu den vier Regisseuren, die gleichzeitig die wohl bedeutendsten Kinologen, speziell Alfred Edels waren, war ich dem Filmwesen immer ein bisschen ferner gestanden und nur dem am Anfang im Ausschnitt gezeigten der Hausshow ein bisschen dienend, zuschauend bei den Dreharbeiten in der Gernhardt-Wohnung, glaube ich. Und in einer kleinen helfenden Vorrezension in der Frankfurter Allgemeinen, das hat wenig genützt, der wurde nur einmal gezeigt. Mit dem Casanova-Projekt hatte ich dann wenig zu tun, nur als Zuschauer im Kino in der Bergerstraße. Das ist nicht unbedingt mein Bier gewesen, obwohl auch aus dem Film zumindest stellenweise spürbar wird, was
mir bei Edel am meisten gefiel, sei es als Schauspieler, sei es als Werbemann, sei es als Privatperson oder gar als Gast im Hans-Menz-Gasthaus, eine Eigenschaft, die ziemlich singulär war. Jedenfalls die subtileren Geister Deutschlands oder zumindest Frankfurt haben es erfasst. Am schönsten hat es Robert Gernhardt ausgedrückt bei seiner Grabrede. Das könnte 93 gewesen sein? 93. Das von Edel, eine Art als Schauspieler und Privatperson, das war in der Tat dann kaum auseinanderzuhalten, eine Art Verzauberung ausging, zumindest an guten, inspirierten Tagen, die ihm keiner nachgemacht hat sozusagen. So ähnlich drückte sich Gernhardt am Grabe aus und er hatte recht. Das war wohl auch bei mir im ersten Augenblick, der sich dann die spätere Hans-Menz-Szene verdankt, die Sie gehört haben, mein noch geahnter Eindruck, dass hier etwas mit Worten kaum zu Fassendes vor uns sitzt und manchmal auch, wie Sie, die Älteren sich vielleicht erinnern, uns manchmal nervte, aber im Wesentlichen bezauberte. Dabei bleibe ich. Herr Edel hatte ja immer etwas sehr, wie soll ich sagen, Extrovertiertes, um es mal quasi harmlos zu formulieren. Nach welchen Kriterien hat er sich denn seine Rollen ausgesucht, Frau Edel? Oh, da hat er selber mal in einem Interview gesagt, er hatte nie die Chance groß auszusuchen, sondern er war so froh über jede Möglichkeit zu spielen, sodass er da keine Scheu hatte, welches Thema oder welche sonstigen Action er zu liefern hatte. Da war er eben auch eine gewisse Weise selbst verliebt und liebte ja dieses Darstellerische. Mhm. Was waren seine Lieblingsfilme, von denen, die er als Schauspieler gemacht hat? Also irgendwie ein Geheimtipp sind diese Stadtfilme, die er für den Hessischen Rundfunk gemacht hat, wo er durch Frankfurt läuft, die ich leider Gottes nie gesehen habe. Das waren so kleinere Szenen, sehr witzig auch, aber die großen Stücke, die ihm was bedeutet haben, waren eben auch Filme von Alexander Kluge, von dem Herzog, Edgar, ja, beziehungsweise, wer hat den Hitlerfilm nochmal gedreht? Süberberg. Und viele, viele Sachen. Also er war ja mit sehr vielen befreundet, beziehungsweise suchten sie ihn wegen seiner ganz besonderen Persönlichkeit. Deshalb hat er auch immer betont, er sei Darsteller und nicht Schauspieler. Also hätte nicht heute den Faust spielen können und vielleicht irgendwann mal den Hamlet, sondern es waren eigentlich immer Filmszenen, in denen er sich, seine Persönlichkeit, sein Geist, seine ganzen Inspirationen und so mit einbringen konnte. Mhm. Und so hat man ihn auch kennengelernt, wenn man eben durch Frankfurt ging. Mhm. Mein Lieblingsfilm ist ja das deutsche Kettensägen-Massaker, ja, wo es auf dem Plakat genau, ja, dann heißt, sie kamen als Freunde und wurden zu Wurst. Und gemeint waren die Ostdeutschen. Vielleicht nochmal zurück zu dem Film. Können Sie vielleicht noch aus der Erinnerung, Sie müssen sich ja erinnern, Sie kommen ja auch als Foto in dem Film vor, ne? Das sind doch Sie, oder? Da bin ich sehr stolz, dass er das gemacht hat. Ja. Was war da improvisiert? Was war quasi vorab besprochen? Also das wäre jetzt besser eine Frage, die der Bernd Eilert oder der Arend Akta beantworten könnte. Aber es ist wohl sehr, sehr vieles Spontanes in diesem Film, bei diesen Aufnahmen erfolgt. Der
größere Rahmen, der war wohl dem Friedrichsen vorgegeben. Mhm. Der wusste mehr oder weniger, was die Handlungslinie sein sollte. Aber die anderen Dinge, das zeigen ja auch die Zusammenschnitte, das waren schon Alltagserfahrungen bei den Pausen, wenn sie gegessen haben. Genau, ja. Oder diese Auseinandersetzungen. Also das Besondere, meine ich, im Gegensatz zu anderen professionellen Filmen oder so, ist hier diese Spontaneität von Ideen und Umsetzung. Und darin sind die vier, der Bernd Eilert und der Wächter, Vierergruppe eben genial gewesen. Mhm. Und mir ist das auch immer so vorgekommen, dass das wirkliche Junggenies sind. Also die hatten so viel Leben und so viel Kraft in sich. Also das war bewundernswert. Das hat mich immer ganz toll bezaubert, begeistert und für das Ganze eingenommen. Mhm. Was ich noch fragen wollte, ist mir meine Frage entfallen, aber Herr Hinscheid, in Ihrem Roman, Sie haben das ja vorhin auch gesagt, da sollte Edel ja eigentlich Adel heißen. In dem Roman ist es ja auch so, dass viele andere tatsächlich lebende Leute nicht mit ihren wirklichen Namen da vorkommen, also Wilhelm Genazzino heißt Domingo, wie der Tenor wird auch da irgendwie erklärt. Woher kommt das? Ich meine, es ist nun klar, ein Roman ist ein Roman und das Leben ist das Leben. Aber wieso haben Sie das so entschieden und wieso haben Sie Edel, das haben Sie ja schon kurz angedeutet, Edel sein lassen? Also noch deutlicher wird es, glaube ich, am Mittwoch bei einem Abend, wo es um Juristerei und Schriftstellerei geht. Es hat zum Teil juristische Gründe. Der Abend findet in der Buchhandlung in der Bergerstraße statt, bei meiner langjährigen juristischen Beraterin. Wir haben alle Prozesse souverän verloren. Das ist auch zu beachten gewesen, im Fall Edel nicht. Ich glaube, er hatte eine Freude am, wie nennt man das, manipulieren und namensmanipulieren, kamuflieren vielleicht auch. Er nannte sich auch einmal, das weiß wahrscheinlich außer der Frau Edel und mir niemand mehr, Alo Edel. Hallo, wurde ja. Er von seinen Studienfreunden gerne auch genannt. Im Filmtitel war Hallo Edel manchmal zu sehen. Vielleicht hat das, er hat ja mich auch kaum gekannt und hat vielleicht gedacht, zur Sicherheit soll er sich Adel nennen, vielleicht hat er einen Adelstick gehabt. Ich bin jedenfalls bei Edel geblieben und er war dann auch sehr zufrieden und hat wunderbare Lesungen aus dem Buch gehalten. Um das nicht zu vergessen, bevor es untergeht, um ganz kurz vom Filmschauspieler Edel abzukommen. Im WDR-Fernsehen für ein Personenporträt Edel in allen seinen Eigenschaften von Bernd Eilert gedreht, hat es zu Wege gebracht, so wie es auch in einem Film, einer Filmszene zu sehen war, so ein Buch vollkommen umzuknicken und so zu lesen wie ein Bergbauer, der das erste Buch seines Lebens in der Hand hat. Mich hat er immer als Dichter Hemmscheid, er konnte meinen Namen nicht sagen. Und bei dieser Lesung aus dieselbe Romanszene, die Sie vorhin hörten, offenbar vor Erregung oder gemimter Erregung, beides war bei ihm denkbar, hat er auch einmal seinen eigenen Namen nicht mehr ganz produzieren können und hat gesagt, in diesem Augenblick öffnete sich die Tür und Herr Ebel betrat den Raum. Mit solchen Feinheiten musste man auch bei ihm rechnen. Und wir, die ihn zum Teil im Übermaß verehrten, waren von solchen Details dann sogar besonders begeistert. Vorher war noch von Selbstverliebtheit, glaube ich, die Rede. Er selber hat sich in einem Porträt, das der Bernd Eilert und ich mal geschrieben haben und das, glaube ich, übermorgen dann in 3 Tagen drankommt, in ein paar Tagen, als hemmungs- und schamlos eitel bezeichnet und er muss es wissen. Das war wohl sowohl wahr als auch wieder kokett. Also diese Grenzlinie war bei ihm im Privatleben und wohl auch im Film immer sehr schwer zu finden. Mhm. Was meinen Sie? Er muss es wissen, der Edel oder die Frau Edel. Frau Edel. Also ich habe ihn natürlich anders erlebt. Und ich glaube, eines, was ich von ihm öfter gehört hatte, war, der Spruch, wer kann Alfred Edel prüfen? Das war seine
Schutzhaltung gegenüber all diesen Anfeindungen oder diesen Attacken, denen er ja im Grunde seit Kindheit ausgesetzt war. Er ist durch verschiedene Umstände im Bayerischen Wald, im tiefsten Bayerischen Wald Niederbayern aufgewachsen und ist schon als Kind immer wohl als Verrückter und sonstiger deklariert worden, sodass er mal gesagt hat, wäre er nicht nach München an die Uni gekommen, wäre er bestimmt irgendwann in der Irrenanstalt gelandet, weil er da sich ja ganz anders dann eben auch gerechtfertigt sah in seinem Tun, in seinem Denken. Und eben, wenn es hieß im Film auch, dass er da mal in der Gabert-Gang war, ja, er ist da in politische Strukturen mit eingetreten und hat den ganzen Wahnsinn und die Schamlosigkeit ja auch von vielen im politischen Geschäft erlebt. Also insofern war auch solche Aussage wie ich bin eitel oder so mehr oder weniger etwas, um sich selber, Mut zu machen ist falsch, aber sich eine Sicherheit auch zu geben. Aber er hat auch gern kokettiert mit aber solchen Sprüchen. In dem besagten Bayerischen Wald Grafenau, um genau zu sein, habe ich mal sein Grab gesucht und ich glaube, da hat es auch so eine Veränderung, ich weiß es nicht mehr genau, Edel war jedenfalls nicht zu finden. Ja, Haupteingang, dritter Gang, zweites Kreuz. Ich bin in die falsche Richtung gelaufen. ein Zitat, man hat von Edel einige Zitate im Kopf, bevor sie ganz vergessen werden. Einmal hat er bei dem Porträt gesagt, er war bei den Regensburger Domspatzen, aber nur kurz. Da waren offenbar viele interessante Leute. Und in der Schule waren die, im Edelsound jetzt gesprochen, die Lehrer waren dem Ausmaß meiner Fantasie nicht gewachsen. Ob das stimmt, weiß niemand, aber er hat es wunderbar formuliert. Und ein anderer schöner Satz, den ihm allerdings die Regisseure von der Hausshow gleich vier Mann in den Mund diktiert haben bei einer Hausshow, das war heute nicht zu sehen, wo er wieder einmal den Hebel zieht, um die nächste Szene einzuleiten. Die Zeit gibt mir noch etwas Raum. Da mussten wir damals auch im Sinne Kants und anderer heftig nachdenken, ob das geht. Weil Sie gerade, wollten Sie auch direkt drauf sagen? Höchstens zu dem Domspatzen, da hat er sein Abitur abgelegt, weil er ja wieder vorher aus anderen Schulen geflogen war. Das ging teilweise dann um solche Sachen wie Jazz spielen. Die Lehrer haben einen seiner Schulkameraden nicht das Abitur machen lassen, weil er ein Jazzspieler war. Und das war bei den Domspatzen. Der Schrems hieß der, glaube ich, damals der Leiter. Für den endete Kirchenmusik bei... Also Mozart hat er wohl immer gesagt zu den Buben, das ist also nichts und das Gesicht verzogen. Und in diesem Konflikt, wo der Junge, der Mitschüler nicht zum Abitur zugelassen worden ist, da soll sich Alfred also das Fahrrad geschnappt haben und zu dem Rektor gefahren sein und dagegen remonstriert haben. Und da hat man dann gesagt, also er hat Mut und hat ihn nicht von der Schule geschmissen, weil er eben für seine Überzeugung stand. Aber so waren ja damals die Zeiten und gerade eben im Niederbayerischen muss es ja grauslich gewesen sein. Einmal, weil Sie sagen, von der Schule geschmissen, er seinen eigenen Worten immer, wenn ich meinem Gedächtnis trauen kann, ist er aber aus der Partei, dann der SPD, mehr oder weniger entfernt worden von dem damaligen bayerischen Landesvorsitzenden Gabert. Bei den Regensburger Domspatzen, das klingt glaubwürdig. Also das war schon ein finsterer Verein, damals noch vor den großen Skandalveröffentlichungen. Der Nachfolger dieses genannten Schrems, der Bruder des Papstes Ratzinger, war vergleichsweise liberal. Da ging die Kirchenmusik schon bis Mozart an. Weiter noch nicht. All die Geschichten von Alfred Edel im wirklichen Leben klingen glaubwürdig und waren, um es nochmal zu sagen, besonders
zumindest an guten Tagen, im Übermaß charmant formuliert. Weil jetzt so oft das Land Bayern fehlt. Also nun ist die Vollidioten sicherlich der bekannteste Frankfurt-Roman und Alfred Edel wahrscheinlich der bekannteste Schauspieler, den diese Stadt hervorgebracht hat. Wie erklären Sie es denn, dass diese beiden Sachen von Menschen gemacht wurden, die jetzt keine, wie wir Frankfurter sagen, Eingeplackten sind, sondern aus der Oberpfalz oder aus Regensburg kommen? Ist es so der Niederbayern ist Amberg ist Niederbayern, Entschuldigung. Also quasi, aber immerhin den Blick von außen haben. Das hat er selber, oder wollten Sie antworten? Ich meine jetzt auch mit den Vollidioten. Das hat er gern selber thematisiert und hat abermals damit kokettiert, auch mit, also mit seinem speziellen Sprechidiom, das uns alle, wenn wir halbwegs bei Ohr waren, uns alle sehr angemacht hat, jedenfalls die Sprachbegabteren unter uns, in dem damaligen ziemlich schrecklichen Frankfurter Spät-68er-Idiom, das so im Übrigen herrschte, was in meinem Buch nur am Rande ein bisschen thematisiert wird, das war sehr unangenehm, hat der Edelsound immer besonders wohltätig geklungen. Und auch die Inhalte, also sowohl der Ton als der leichte Dialektfärbung und das meistens in der Fallhöhe zu eben seinem von ihm virtuos betriebenen wissenschaftsparodistischen Deutsch. Das ist ja allen aufgefallen. Um eins nicht zu vergessen, weil davon gerade die Rede war, nach allem, was man hörte damals und las und auch von ihm selber meiner Erinnerung, war der Film der Kafka-Verfilmung von Amerika mit diesem manierierten Titel der erste Film, wo Edel gezwungen wurde in der Rolle des Oberkellners. Ich habe den Namen jetzt des Regisseurs im Augenblick nicht parat. Straub oder Straub oder wie immer, die Rolle ordentlich zu lernen und hat das auch uns immer erzählt, wie er schwitzt. Vorher hat man ihn im weitesten Sinn nicht gerade improvisieren, aber gewähren lassen. Und da kamen eben manchmal nach Meinung von Kluge, von Werner Herzog und anderen wunderbare Sachen dabei raus, die nicht ganz verhofft waren. Vielleicht haben auch einige gelitten unter ihm. Wir wollen keine reine Kultlobhudelei treiben. Aber ich glaube, unterm Strich war das kein Zufall, dass er wahnsinnig ist. Habe ich auch mal wahnsinnig benutzt, ein Wort, was ich hasse, dass er immens viel eingesetzt wurde, zu unser aller Freude. Heute noch meines Erachtens besonders ansehbar in einigen kluge Filmen und in dem Herzog-Film über Kaspar Hauser. Jeder mit sich und... Jeder für sich und Gott gegen alle. Mit wunderbaren Szenen, da spielt er einen scholastischen... wohl möglicherweise mit dem Hintergrund der Regensburger Domspatzen einen Theologen, der den Kaspar Hauser hereinlegerische Fragen stellt. Und Kaspar Hauser gewinnt in dem Fall, aber Edel als dieser Pater oder etwas ähnliches, eine sehr schräge Figur, ist aber ein würdevoller Verlierer. Ja. Das kennen Sie alle besser wie ich, oder zumindest zum Teil. Der Werner Herzog-Film, das könnte 73 gewesen sein, also das Jahr der Vollidioten, vielleicht zufällig auch. Und er wurde da gewaltig viel eingesetzt und nicht zu verschweigen, er war auch, was gerade schon anklang, mächtig stolz darauf und hat uns wiederum in einer Mischung aus Stolz und sehr anmacherischem Charme davon erzählt, wie wichtig das für ihn wäre. Das glaube ich, mich zu erinnern. Ein, zwei Minuten noch, dann lassen wir Publikumsfragen zu. Apropos Erinnerung, wie war denn eigentlich so der Zusammenhalt unter dem, was man heute neue Frankfurter Schule nennt? Also natürlich durch die Titanic, aber so im Alltagsleben sind Sie... Alfred Edel, öfters persönlich über den Weg gelaufen? Also er war kein Papst der Neuen Frankfurter Schule, aber so ein Seitenheiliger, der wurde ja fast allseits verehrt.
um das nicht unter den Tisch zu kehren. Die Frauen, glaube ich, hatten mehr Mühe mit ihm, auch durch den Casanova-Film hat sich's nicht geändert. Die fürchteten ihn ein bisschen, vielleicht seinen Witz, vielleicht seine etwas undurchschaubar dämonische Komik, gelegentlich auch im Alltag. Von den Männern wurde er fast durchgehend verehrt, so als Seitenpapst. Mich hat er einmal sehr verwirrt, denn in meinem eigenen Text war zu lesen, dass er Assistent an der Universität war und in seiner Formulierung viel mit Habermas und Adorno diskutiert hat. Und das habe ich im Laufe der Zeit nicht mehr geglaubt und habe ihm das auch mal gesagt bei einem Kaffeetreff in der Preßgasse. Und schon kommt eine Frau mit dem Kinderwagen vorbeigeschoben, die er gekannt hat und die hat er angesprochen. Und die hat das bestätigt, dass Edel Vorlesungen gehalten hat an der Uni. Ja. Wissen Sie es noch genauer? Ja, er war Assistent von dem Professor Ellwein. Genau, ja. Aber der war dann auch irgendwann ein Zerwürfnis und da ist er dann ausgeschieden. Und ein Politologe, aber ne? Na, Ellwein war Politologe, ja. Mhm. Da habe ich jetzt wieder was Neues erfahren. Er hat etwas wohl pittoresker, viel diskutiert mit Adorno und Habermas und hat angedeutet, dass das aber die Wissenschaft nicht sein eigentliches Metier ist, in der schönen Formulierung, lieber ein schönes, buntes Kleid als ein so trockener Gedanke. Ich habe es deswegen noch gut im Kopf, weil ich viele seiner wunderbaren Zitate in dem Aufsatz von 75 geschrieben und dann mehrfach Korrektur gelesen habe, darum hat sich das gut sediert im Kopf. Vielleicht meine letzte Frage, wie war denn, achso, Sie können direkt was sagen. Ja, wogegen er war, waren diese Katederfrösche, wie er sie nannte, ne? Diese eher ja schulischen Professoren, aber mit den an der Uni in München und Frankfurt hat er wirklich über viele Themenfelder hinweg intensive Gespräche oder Auseinandersetzungen und Sonstiges. Und später wurde das eben nicht nur für mich, also von Eilert kenne ich ähnliche Statements und von Gernhardt eben auch, wurde das schwer unterscheidbar, was bei ihm im Kopf Wissenschaft ist und schon Wissenschaftsparodie. Das war beim späten Edel immer auf so einer Grenzscheide. Und eben das Bezaubernde, was man nicht anders bezeichnen kann. Vielleicht hat es ihn selber auch bezaubert, wenn er so rumfantasiert hat. Und vorher haben wir gerade vernommen, also ein ernsthafter Wissenschaftler. Oh ja, würde ich schon sagen. Und das kommt doch auch in dieser einen Szene vor. Was wird nicht auch von der Wissenschaft teilweise für Unsinn produziert, was sich dann aber erst nach Jahren oder Jahrzehnten zeigt. Mit dieser Topfszene, die Vulkane in Island. Ich finde, das ist so wunderbar aufs Bild gebracht, was wir an teilweise schablonhaftes und einseitiges, armseliges Denken ja teilweise auch an Universitäten und nicht nur Schulen haben. Ne? Und eins würde ich ganz gerne nochmal, darf ich? Gerne. Einfügen, weil mir das sehr nahe kam mit Ihrer Schilderung in dem Vollidioten. Da sagen Sie einmal, Fragen stellen ist ein Akt der Humanität. Aber nicht zuhören. Nein, ich weiß, das ist so. Aber bei dieser Aussage, bei diesem Satz habe ich gedacht, das hat Alfred Edel gelebt. Der hatte ein unglaubliches Interesse an anderen Menschen, egal wo man diesen Menschen traf und von welcher Seite her. Er hat sich von einer solchen Aufgeschlossenheit immer gezeigt, dass ihm ja dadurch auch sehr viele zugeflogen sind. Wer ihm sehr kritisch oder ablehnend gegenüberstand, fand ich immer, waren Menschen, die sich eher vielleicht durchschaut gefühlt haben, dass sie eben auf ja, diesen Formalien, diesen offiziellen Titeln oder so saßen. Deshalb auch so Grabert-Gängen oder diese kurzen Bezeichnungen, die das schon
so zusammenfassten, was sich da an Lebenserfahrung und Analyse von Zeit und Umständen ergab? Also ein bisschen sehe ich es anders. Er war vielleicht zusammengenommen beides. Er war schon ein großer Egozentrist, aber das widerspricht nicht dem, was die Frau Edel sagt. Er war auch neugierig und ist auf Menschen zugekommen und die meisten haben sich bei ihm sehr warm gefühlt, was bestätigen würde, dass offenbar auch Interesse von ihm ausgegangen ist. Nicht unbedingt an den speziellen Gedankengängen und Wissenschaftszweigen dieser ihm zugelaufenen Menschen. Er hat gern von Zugelaufenen gesprochen. Eine schöne Formulierung. Frauen sind ihm da und dort in der Presskasse zugelaufen, da musste ich immer lachen. Aber auch Männer und Wissenschaftler. Und das muss den Hintergrund gehabt haben, dass man sich bei ihm wohlgefühlt hat, weil zumindest indirekt eine große Neigung zu den Menschen auch ausgegangen ist. Das widerspricht sich eigentlich kaum, dass jemand beides ist. Die zugelaufenen Frauen, ja, an die erinnere ich mich gerne. Ich habe sogar noch ein persönliches Schicksal. Einmal hätte beinahe meine Heirat verhindert. Meine spätere, die sich an dem Tag zum ersten Mal anließ und da lief er mir nicht zu, sondern von der Redaktionskonferenz der Titanic buchstäblich nach. Er hat an dem Tag irgendwelche Einsamkeitsgefühle gehabt, hat er mir erzählt, das dürfte stimmen, und hat dadurch das erste Rendezvous mit meiner Frau beinahe zerstört. Ich hatte eine Lesung in der Autorenbuchhalle und das war am im Februar 1981 am Abend, jetzt rundet sich ein Kreis, war das erste Plakat von Casanova-Projekt eingetroffen. Und das hat ihn natürlich so angemacht, dass er mich und die Frau vergessen hat und den ganzen Abend hemmungslos sein eigenes Plakat bewundert hat. Diese Eigenschaft an ihm war schon auch eine bedeutende. Haben Sie denn noch Fragen? Bitte schön. Ja, ich hätte fragen wollen nach der Universität, und zwar warum die nie eine Rolle spielt. Ich habe bei ihm studiert und ich muss jetzt lachen, wir hätten da schon länger mal drüber reden können. Oh, Sie hätten sich melden müssen. Ich weiß 64, 65, 66, ich weiß nicht mehr genau, nur es war kein kurzes Gastspiel. Und Thomas Ellwein war damals in Frankfurt die große Nummer, und zwar ein Politologe, der auch diese Bücher geschrieben hat, das Regierungssystem der Bundesrepublik. Jeder hat gedacht, er wird mal Bundeskanzler. Er wurde nachher nur von der Bundeswehrhochschule Direktor. Aber mit ihm, also er hatte den Edel aus Bayern geholt und dort hatte Edel, das hat er uns immer erzählt, das Max-Weber-Institut mit aufgebaut. Das müsste man jetzt historisch nochmal nachforschen. Als ich jetzt nur durch Eckart Hettscheid mal im Internet guckte, Edel ist nichts von Uni, ist nur als Schauspieler. Und für uns als Studentin war natürlich der Assistent war, der Wichtige. Und er hat uns auch, und darum ist das mit den Frauen nicht ganz richtig, denn junge Frauen sind natürlich jedem Mann gewachsen. Sie reden von sich. Nein, ich rede von uns, denn er hat die schönsten Studentinnen immer nach Hause eingeladen. Und die sind auch immer alle gekommen. Wir waren immer so ein paar, drei, vier oder sowas. Ich weiß nicht mehr, ob das Nordend oder ob das Bornheim war. Es war in der Richtung. Und ich habe ihn völlig anders erlebt. Ich habe ihn auf der einen Seite genauso erlebt. Er war nämlich als Wissenschaftler schon Schauspieler. Er hat eine solche Rolle gespielt, dass wir uns eher etwas amüsiert haben, dass er so dick aufträgt oder sowas, aber wir mochten ihn. Und das ist ja immer das Wichtige, dass jemand, egal wie er sich aufführt, was Authentisches zu erkennen gibt, denn nur dann hat man überhaupt zu ihm Kontakt. Und aber das sagen wir ja mit etwas anderen Worten. Ja. Das ist auf der Kippe von Wissenschaftler und Schauspieler. Ja, ja. Und dann, wahrscheinlich gibt es doch einen frühen, mittleren und späten Edel wie bei Goethe. Nein, aber es gibt einen tragischen Mann, das will ich sagen. So jung wir waren, haben wir verstanden, dass jemand, der so extrovertiert, aber noch ein bisschen doller auftritt, ein Problem hat. Und das finde ich im Nachhinein von uns auch irgendwie wirklich rührend. Wir waren
waren lieb zu ihm. Wir wollten alle mit ihm nichts zu tun haben. Er schon mit uns, aber wir nichts mit ihm. Aber wir waren lieb zu ihm. Weil man gespürt hat, dass da ein Mann war, der wirklich einsam war und der zu viel konnte und nicht richtig wusste, wohin mit allen seinen Begabungen. So haben wir das damals empfunden. Ich habe ja seit damals nie wieder mit Edel Kontakt gehabt. Ich habe die ganze Filmgeschichte gar nicht mitbekommen, weil wir haben damals Politik gemacht. Und er hat wirklich über Politik damals noch sehr, sehr zukunftsträchtig gesprochen, weil er von uns erhofft hat, dass wir weitermachen. Und er hat auch über die ganzen Debakel in Bayern gesprochen, aber er hatte kein negatives Bild, sondern hatte ein positives Bild, dass solche Leute wie wir Gesellschaft verändern. Punkt. Ja, das ergänzt im Prinzip, was wir meinen. Das widerspricht dem aber nicht, was wir erinnern. Nein, mir ging es darum, warum diese Seite nicht existent ist in Frankfurt. Er ist hier zu einer Zeit in der Hochschule gewesen, wo genau Studentenbewegung vorgebildet wurde, sozusagen. Und Adorno und Horkheimer waren ja für uns ganz alltäglich und wir haben über sowas geredet. Und ich bin einfach erstaunt, dass eine Stadt wie Frankfurt historisch da überhaupt kein Gespür hat, dass in keinem Internetbeitrag beispielsweise das eben auftaucht, dass er hier an der Uni war. Die Uni macht jetzt 100 Jahre Uni. Da könnte man auch Alfred Edel unterbringen. Sie müssen schon ins Kulturamt weitergehen. Das ist nicht unser Bier. Man müsste noch weiter ausgreifen. Eine wichtige Station von Edel, seinen eigenen Worten noch, steht möglicherweise in Wikipedia nachzulesen. Sein Künstlerkreis in München, der wurde irgendwie präsidiert von Erich Kubi. Und dann gehörten so etwas schräge Vögel wie Ernst Herrhaus dazu. Und eben die Partei, der Parteihintergrund SPD, von dem er immer wieder eindrucksvoll berichtet hat, dass die ihn früher oder später auch ans Tageslicht raussetzten. Und das hat ihn wohl auch sehr geprägt und dann ist die Phase mit Frankfurt gekommen. Wir müssen ihm alles glauben, also er ist quasi seine einzige Quelle. Die, ja, das kann fast ja die einzige. Sein. Also, darum will ich dich ja ein bisschen anstoßen. Ja. Wir geben es, entweder Sie oder wir geben es ans Kulturamt weiter, die sollen mal tun. Das stimmt, da gibt es, also ich habe noch eine Kopie von dem Gespräch. Mhm. Alfred und Alfred heißt das, ne? Ja. Ach so, das muss ja, ich habe es etwas anders in Erinnerung. Wir können uns einig sein, dass Alfred Schmidt furchtbar wirkt und Alfred Edel auch meines Erachtens nicht in der Bestform da war. Das war eben eine etwas schnapsartige Idee des Hessischen Rundfunks, dass zwei so konträre Personen zusammen was Lustiges bewirken. Nach meiner Erinnerung ist das nicht geglückt. Wir wollen ja doch ein bisschen Kritiker auch bleiben, aber in dem Fall mehr Kritiker am Hessischen Rundfunk, der das vermutlich zu verantworten hat. In der Tat müssen sich die irgendwann mal sehr nahe gewesen sein von ihrem Beruf und von ihren Denkvoraussetzungen, aber das war ja schon ganz am Ende von Edels Leben. Das hat wohl nicht funktioniert. Aber Alfred Schmidt war SPD-Mitglied im Westend und die SPD war zwischen beiden eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Aber zu der Zeit nicht mehr, da waren sie. Doch, also nein. Nein, ich weiß nicht, wie es da war, aber ursprünglich. Ja, ursprünglich schon, aber das ging ja, das war ja etwa im Jahr 1992, 1993, das war einfach ein falsches Konzept von einer Radioanstalt, das hat mit SPD nun wirklich gar nichts mehr zu tun. Die sollten philosophieren und der Redakteur hat sich vorgestellt, dass zwei so konträre Charaktere was Wunderbares zusammenbringen und es funktioniert offenbar nicht immer. Also nach meiner Erinnerung, die kann mich täuschen.
auch vielleicht. Hm? Na, die Erfindung, die vermute ich, war nicht die allerglücklichste. Und meine, dass Alfred Edel auch anderswo inspirierter gewirkt hat. Also etwa in der Hausshow, um den Bogen zurückzurunden, das wurde leider nie fortgesetzt, die Arnold Hausshow. Ein Versuch, warum, ist nie ganz klar geworden, denn der erste Versuch war eigentlich schon sehr schön und für die damalige Zeit neu. Ich wüsste jetzt gar nicht mehr, was das mediale Vorbild für so eine Sache wie Arnold Hausshow, eine halbe Stunde moderierte, komisch moderierte. Ja, das war natürlich die Zeit, als man auch so Monty Python oder so, das fängt ja doch auch an in dieser Zeit, also diese Sketch-mäßige, denke ich. Und so diese Wissenschaftssendungsverarschungen und sowas, das fing da auch in dieser Zeit an. Aber wieso das jetzt aufgehört hat, weiß ich auch nicht. Naja, da war man nicht sehr mutig, etwas mutiger dann ohne Alfred Edel in den Serien, die Gernhardt und Knorr und Eiler machten beim Hessischen Rundfunk. Da hat es verschiedene Mutige gegeben. Ich glaube, man sollte Werner Klein erwähnen, Dr. Muffel und Telebrause. Ich bringe die Titel ein bisschen durcheinander. Das war für die frühen 70er Jahre wirklich nahezu heroisch. Die Autoren und der verantwortliche Redakteur Werner Klein. Wir wollen ihn schon ehren. Er ist noch unter den Lebenden und der hat uns nicht nur gut ernährt, sondern damals die beginnenden Talente, die sich ja ernähren auch mussten, sondern mit den verschiedenen Formaten, sagt man jetzt, im Hessischen Rundfunk wirklich was Neues und Kühnes geschaffen. Es ist eine zum Teil heute noch atemberaubende Komik, die damals in dieser edel verwandten Sache zum Tragen gekommen ist, zum Teil sogar archiviert in neuen DVD-Konstellationen, glaube ich, etwas unübersichtlich. Und insgesamt ein Höhepunkt der Fernsehgeschichte ohne Übertreibung. Also eine wunderbare Serie gab es auch immer im WDR damals, die Zack-Kurzfilmchen von Christoph Schlingensief. Meistens, glaube ich, 3 oder 5 Minuten, das war später, aber zeigte auch nochmal diese Fähigkeit, Analytisches und Kreatives zusammenzubringen. Und die Fantasie von einem Christoph Schlingensief hatte ja auch enorme Kraft und hat sich in erst weiteren Jahren ja auch wieder erst Anerkennung erworben. Vorher sagt man ja auch immer, auch junger Spinner. Und so ist es ja immer mit neuen Dingen. Man wird erst mal abgelehnt, vielleicht mit Neugier oder mit auch gewissem Interesse, aber so richtig wohl fühlt man sich bei den Dingen nicht. Und da muss ich sagen, natürlich ist man als privater Mensch anders. Da ist ja nicht so, dass man auch zu Hause solche Dinge erlebt, sondern die Vielfalt der Person, die zeigt sich eben in den verschiedensten quasi Tagestakten und sonstigen Strukturen, die man so hat. Aber was Sie sagten, das stimmt. Und ich hatte mir mal vorgenommen, ich muss mal beim Max-Weber-Institut nachfragen. Da kenne ich nämlich nur eine besondere Episode, dass er in den alten Schriften gelesen hat, aber da hat er eben auch was entdeckt, was diesen großen Nimbus doch etwas wieder auf eine rationalere Ebene geholt hat. Und dass er politisch tätig war oder sehr, sehr interessiert war, war schon als junger Schüler, man muss unter der Schulbank immer seine Zeitungen gelesen haben, weil er dachte, was redet denn der Lehrer immer noch? Er hatte das ja schon längst verstanden, was Thema war, und es wurde eben immer noch mal wiederholt und. Und in München war er mit einer derjenigen, der den ersten studentischen Aufstand mit organisiert hatte, und da hat er dann auch immer lachend erzählt, damals zog man noch den Konfirmandenanzug an, also nicht wie die 68er mit Jeans oder im T-Shirt losgezogen, man hatte sich anständig angezogen und war trotzdem eben der große Feind
der Bundesrepublik erstmal. Die Zeit dann in München müssen auch sehr, sehr intensiv und sehr interessant gewesen sein. Vor allen Dingen hat er bei dem Kutscher, Arthur Kutscher, studiert. Das ist der berühmte Kunstprofessor gewesen, in dessen, dessen Schüler auch der hier unser berühmter Filmemacher ist mit Lindenstraße und so. Geisendorfer. Ja, und sonstiger. Also es waren immer Kreise von diesen verschiedenen Herkommen. Der Alexander Kluge war auch ja ganz früh dabei. Und dann waren noch die ersten von der Nachkriegszeit, wo er mir immer erzählt hat, dass die noch in den Militärmänteln ihrer Onkel oder Väter rumgelaufen sind, aber natürlich die Militärzeichen abgemacht, denn man hatte ja noch nicht viel Geld in den 50er Jahren und hat auf Literatur gewartet. Es gab ja von der Soziologie damals nur einen Emmerich Francis, der aus den USA wohl wieder zurückgekommen war. Aber ansonsten hat man andere Quellen ja erst allmählich in Deutschland wieder aufgebaut und geschrieben. Und da waren eben die Professoren, von denen Sie sprachen, ja auch dabei. Er muss auch mal von dem Herbert Wehner nach Bonn gebeten worden sein. Da sollte er sich vorstellen, der Herbert Wehner wollte ihn wohl in den Politapparat einholen. Aber da muss man sagen, dass das nicht über das Vorstellungsgespräch hinausgekommen ist, kann man sich vorstellen. Ergänzend gegen das überlegende Wissen der Ehefrau kann ich nicht ganz an. Aber ergänzend doch noch ein schönes Zitat. Ich weiß so viele Zitate, weil es eben in meinen Texten steht. Eins von Edels Merkzitaten, dass in dieser damaligen Münchner Zeit er dem Eiler und mir, die wir ihm ein Tonband hingehalten haben, mitgeteilt hat: Du, wir haben das Paradies in der Jetztzeit schon realisiert. Ich habe es dann notiert und wir mussten es ihm glauben. Und können ihn heute noch beneiden. Das war schon in der Münchner Zeit, am Rande von Schwabing in der Georgenstraße. Das Café ist heute noch zu besichtigen, wo das Paradies von Edel schon realisiert wurde. Darf ich noch kurz fragen, wann ungefähr war denn das mit dem Wehner? Mit, bitte? Wehner, wann das war? Warten Sie mal, naja, das muss dann Mitte des Anfang der 60er Jahre gewesen sein. Ich meine ja. Er war ja vor allen Dingen politisch liiert mit dem damaligen Landesvorsitzenden Knöringen. Waldemar von Knöringen. Und mit Waldemar von Knöringen, der aus dem Exil zurückgekommen war, muss er wohl sehr viel auch in Kneipen diese Gespräche geführt haben. Und auf diesem Berg mit diesen berühmten Bierbrauern immer gestiefelt sein. Und da haben die natürlich dann resoniert und die Politik bedacht. In Schwabing vor allem. Mit dem Knöringen in Schwabinger Lokalen. Nee, der Andex. Ach so, Andex, ja. Da waren wir mal und da hat er mir das dann erzählt, wie sie da oben ihre eigenen politischen Ideen ausgetauscht haben. Wobei man ja immer wieder sehen musste oder was er immer wieder erlebt hat, die Grenzen, an die man so schnell stößt. Das Ausschließen von mal provokativen neuen Ideen oder über das hinausdenken und diese Art, die wird das samt seines Lebens immer wieder durchgestanden haben. Ich meine, ich bin Beamtin geworden und das hat er dann immer mit einigem verdutzten Respekt gesehen. Ne? Aber so hat man sich ergänzt. Die Große Koalition war 65, das war offenbar 66. Offenbar vorher hat ihn Wehner dann zur Bestellung einbestellt. In der
Großen Koalition damals unter Kiesinger sich Edel vorzustellen, das fiel schon sehr schwer. Ja, unmöglich. So, eine letzte Frage noch oder Wortmeldung. Dorle. Ja, und da fährt er immer hin und hat von Ihnen sehr geschwärmt, das muss ich sagen. Und auch sonst war er einer der eloquentesten Leute, die ich je erlebt habe. Er war ein richtiger, er war auch ein Charmeur natürlich. Frauen ohnehin, das konnte er sehr gut. Also zuletzt noch zwei Informationen. Er ging nicht, ich habe Sie unterbrochen, aber... Er ging nicht nur als Romanfigur in ein Werk ein, sondern auch noch in ein Buch von Alexander Kluge als Werkschutz, wie hießen die Werkschutz? Ah, Starke Ferdinand. Ja. Ja. Und was selbst die Edelfachleute nicht alle wissen, aber wir sind hier heute Abend unter uns, die Witwe des Dichters weilt auch hier. In einem Gernhardt-Gedicht kommt Edel und Frau Edel vor. Was bisher wir zwei bloß wussten und die, oder? Sie wissen es gar nicht? Nein. Ich weiß von Robert Gernhardts Gedicht, ja, in dem einen Band, aber sonst. Mit dem Schokolade oder Marzipan? Ach so, ja, da ist einmal gefragt worden, seine Vorstellung von Idylle. Und da hat er gesagt, also mit mir, sonntags im Bett liegen und Marzipan essen. Ja, und das zieht sich irgendwie so durch, ja. Das hat Gernhardt in ein Gedicht gebracht, Sie können es heute noch nachlesen. Ah, ja. In den gesammelten Gedichten, den Titel weiß ich jetzt nicht mehr, aber das ist nicht geschwindelt. Und das schafft auch nicht jeder, dass er in ein Gernhardt-Gedicht eingeht und in einen bedeutenden Roman, nicht zu vergessen, und in einen kluge Film und in einen kluge Buch und noch weiß Gott wo sonst noch die Spuren Alfred Edels hinterlassen sind. Das ist auch ein gutes Schlusswort und dass wir jetzt alle auch noch in die Kneipe kommen, breche ich dann jetzt mal ab. Aber vorher muss ich noch kurz reingrätschen, wollte ich noch mal darauf hinweisen, dass wir oben an der Kasse auch die Vollidioten verkaufen, falls jemand, ich kann es mir zwar nicht vorstellen, aber keine Ahnung, die Vollidioten noch nicht hat und ich glaube, Eckhard Henscheid würde sich durchaus bereit erklären, das eine oder andere Buch zu signieren. So, dann genau. Ja. Dann vielen Dank, dass Sie da waren. Besten Dank, dass Sie da waren.